Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. An meiner Seite heute ist Cécile Bonnet, eine junge Frau aus Frankreich, die aber in Schwerin heimisch geworden ist. Und Frau Bonnet ist Mitglied der FDP und hat es geschafft, auf den Listenplatz 8 zu kommen, aber nicht hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern sogar bundesweit auf den Listenplatz 8 für die Europawahl. Erstmal natürlich, Frau Cécile Bonnet, dazu herzlichen Glückwunsch. Danke. Und dann natürlich die Frage: Wie kommt eine Französin nach Schwerin? Genau, die Frage wird oft gestellt. Es gibt eigentlich immer zwei Gründe, warum man auswandert, oder Hauptgründe. Ne? Es ist entweder wegen der Liebe oder wegen der Arbeit. Bei mir war es wegen der Arbeit. Ich hatte die Möglichkeit, hier in Schwerin ab Januar 2010 als Bildungsreferentin zu arbeiten, in einer Kunstschule, um den Bereich international aufzubauen. Und die Chance habe ich dann wahrgenommen. Und hat sie das andere auch schon gefunden, die Liebe? Mittlerweile ja. Okay, wunderbar. Dann natürlich die erste Frage, Französin in Schwerin. Dann die zweite Frage, Französin in der FDP. Das ist ja noch ungewöhnlicher. Zumindest ist mir das nicht bekannt, oder ich kenne keine Französin, die hier in Mecklenburg-Vorpommern in der FDP ist, bei den Liberalen. Was hat sie in die FDP gebracht? Genau, also es gibt sowieso, glaube ich, kaum Franzosen, ne, in Meck-Pomm. Tja, gute Frage. Politisch interessiert war ich immer. Politisch engagiert weniger. Es lag daran, dass ich eigentlich seitdem ich mein Abitur gemacht habe, 2001 bis 2010, fast jedes Jahr umgezogen bin. Das ist natürlich sehr schwierig, sich da lokal einzubringen. Und ich hatte auch nicht unbedingt die Ambition. Ich habe lange geglaubt, dass die Zivilgesellschaft alleine viel erreichen könnte. Dann kam ich nach Schwerin. Dann habe ich mich also berufsbedingt viel mit dem Bereich Bildung, Integration, Interkultur beschäftigt. Und ich habe gesehen, was hier nicht unbedingt funktioniert. Und als Französin habe ich angefangen zu meckern. Das können wir natürlich sehr gut. Wir können auch mittlerweile unsere Geschäftsführer Geisel nehmen, ne, wenn wir demonstrieren. Ich dachte, wenn ich die Staatskanzlei oder das Stadthaus stürme, ist es schlecht für meine Einbürgerung. Also habe ich einen anderen Weg gefunden, und zwar, indem ich mich politisch engagiere. Es war die Frage, was mache ich, was will ich gestalten, welche Gesellschaft möchte ich aufbauen. Und ja, eine offene, tolerante Gesellschaft, in der jeden Mensch sich auch einbringen kann. Und das war dann für mich die FDP. Ich wurde auch nicht gleich Mitglied. Das hat ein bisschen gedauert. Ich wollte erst mal gucken, wie das ist. Wer sind die Leute? Was für Möglichkeiten habe ich? Und nach ein paar Monaten habe ich gedacht, doch, das ist meine Partei. Ich habe hier wirklich Möglichkeiten, Mitmachmöglichkeiten, und ich bin dabei. Wir haben es schon gesagt, Sie haben auf dem Europaparteitag der FDP, haben Sie es auf Listenplatz 8 geschafft. Mit was für Botschaften sind Sie dort aufgetreten? Eigentlich eine ganz simple Botschaft, glaube ich. Ich wollte die Menschen, die Delegierten, daran erinnern, was Europa bedeutet, dass es mehr ist als nur Schuldenkrise und Europäische Zentralbank. Es geht einfach um Bürger. Europa ist von Bürgern für Bürger gemacht worden oder sollte gemacht werden. Und ich wollte einfach, naja, Mut zum Optimismus geben. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einen positiven Bericht über Europa gehört haben oder gelesen. Wir machen ständig positive Berichte über Europa, denn wir berichten zum Beispiel über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Gut. Dort gibt es ein Projekt, wo wir ein Stück weit die regionalen Sender in Mecklenburg-Vorpommern, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Deswegen sind wir da ganz gut involviert und wissen, dass natürlich auch viel Positives aus Europa kommt. Gut, aber das ist vielleicht nicht unbedingt immer der Fall, und das ist einfach schade. Na, man muss einfach andere Botschaften rüberbringen. Und, also womit möchten Sie Menschen in Mecklenburg-Vorpommern überzeugen im Wahlkampf, im Europawahlkampf? Mit was für Botschaften möchten Sie an die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern herantreten? Ich glaube, man muss einfach ganz konkret sein. Man muss den Leuten sagen, was haben sie von Europa? Inwiefern ist Europa ein Mehrwert in ihrem Alltag? Natürlich sind andere Themen, ob man von Finanzen spricht, das ist auch wichtig, das spielt eine wichtige Rolle in Europa. Aber so überzeugt man die Bürger nicht. Sie müssen einfach, man muss einfach Europa
begreifbar machen und greifbar sogar. Und das möchte ich natürlich probieren. Nun sind Sie ein gutes Beispiel dafür, eine Europäerin, praktisch eine Französin, die sich im Rahmen natürlich der europäischen Gesetze zum Beispiel auch in Deutschland ansiedeln kann. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine konkrete Geschichte, wie Europa denn lebendig wird. Aber was für andere Argumente haben Sie für die Bürger? Wie wird Europa im Alltag begreifbar? Was macht Europa im Alltag aus? Genau, also Sie haben gesagt, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich durfte in verschiedenen Ländern studieren, arbeiten. Das kann ja jeder. Das Problem ist, dass viele das nicht wissen, dass Europa da ist, vor der Tür. Man muss einfach nur diese Chance ergreifen. Oder wenn wir zum Beispiel von kleinen und mittleren Unternehmen sprechen, theoretisch auf dem Papier haben sie im europäischen Binnenmarkt tolle Chancen. Wie ist das eigentlich in der Praxis? Ist das wirklich so? Das glaube ich nicht. Es muss also in Brüssel was geschaffen werden, damit wirklich jeder und jede sich in Europa entfalten kann, kreativ sein darf. Ja, man muss einfach mutig werden, andere Wege auszuprobieren. Und das, glaube ich, kann Europa bieten. Nun gibt es ja auch heute zahlreiche europaskeptische Parteien, zum Beispiel die AfD, die sagen, gehen so weit, dass sie Europa wieder rückgängig machen wollen, indem sie zum Beispiel den Euro abschaffen wollen wieder, weil sie sagen, der Euro hat sich nicht bewährt, es gibt zu viele schwache Länder und zu wenig starke Länder und all das würde besser laufen, wenn diese starken Länder sich wieder auf sich selbst konzentrieren würden, also wenn Frankreich wieder den Franc einführt und Deutschland zum Beispiel wieder die D-Mark. Was sagen Sie zu diesen Argumenten? Also solche Parteien gab es immer. Na, ich als Französin bin ich mit Le Pen groß geworden und bedenklich ist aber diese Zunahme, also das Interesse plötzlich für diese, Einstellungen. Es ist nicht falsch in sich, dass man Europa hinterfragt und denkt, Mensch, was funktioniert nicht? Nur man muss einfach tragfähige Lösungen anbieten. Das tun diese Parteien nicht. Sie bauen nur auf Ängste der Leute und verteufeln Brüssel. Also das reicht nicht. Also das würde mir als Bürgerin nicht reichen. Ich möchte wirklich konkret wissen, was passieren könnte. Und solche Szenarien sind nicht tragfähig. Wenn Sie in das Europaparlament denn gewählt werden, was möchten Sie denn erreichen für Mecklenburg-Vorpommern, für Deutschland? Mhm. Sie sind ja dann praktisch für Deutschland und für diese Region auch im Europaparlament. Was kann man dort erreichen? Vom Europaparlament hört man ja relativ wenig und manchmal hat man auch den Eindruck, dort passiert mächtig viel Lobbyarbeit. Ich muss mir Ihre Glühbirne angucken, ne, das ist richtig. Ich glaube, man muss einfach zwei Fragen im Hinterkopf haben. Was kann die Europäische Union für unser Bundesland machen und auch andersrum? Das ist keine Einbahnstraße. Und klar, wenn wir als Liberale im Europaparlament dazu beitragen oder uns für ein liberales und stabiles, wettbewerbsfähiges Europa einsetzen, dann profitiert Mecklenburg-Vorpommern davon. Wenn wir Rahmenbedingungen schaffen, indem, wie gesagt, jeder sich entfalten kann, da hat man ja auch was davon. Wenn wir Mobilität stärken, das ist auch gut für unser Bundesland. Und andersrum, wenn wir hier eine starke Region haben, wenn wir es schaffen, dass unsere kluge Köpfe hier bleiben und sich nicht überall irgendwo anders bewerben, wenn wir eine starke Wirtschaft haben, wenn wir wissen, was wir mit Tourismus anfangen können, mit Landwirtschaft, dann hat auch die EU was davon. Also man muss das immer so betrachten. Und ich würde versuchen, eben diese Vermittlungsfunktion zu übernehmen, unsere Anliegen dort zu vertreten und eben immer wieder den Bürgern erklären, was Europa bedeutet und was man davon hat und was sie auch jeden Tag machen können, damit es funktioniert. Erstmal vielen Dank dafür, Frau Bonnet. Wie können die Menschen mehr über Sie erfahren, wenn Sie Interesse daran haben, über Ihre Programmatik, auch über Ihre Themen, mit denen Sie in den nächsten Wochen den Wahlkampf gestalten wollen? Wo kann man mehr über Sie erfahren? Genau, so ich bin erreichbar über meine Webseite www.cecile-bonnet.de. Wir haben Sie gerade unten eingeblendet, liebe Zuschauer. Sonst über die Geschäftsstelle der FDP. Und ich werde natürlich die nächsten Wochen nutzen, um viel rumzufahren. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich eingeladen
wäre, Gespräche mit Leuten vor Ort zu führen. Denn, wie gesagt, ich habe noch eine Menge zu entdecken. Ja, also Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, wenn Sie interessiert daran sind, Cécile Bonnet näher kennenzulernen, dann auf der einen Seite Ihre Webseite. Wenn Sie aber einer Institution oder Gruppierung angehört, können Sie Cécile Bonnet auch gerne einladen, um Sie dann auch vor Ort zu befragen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für dieses Interview, Frau Bonnet, und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen.